Hallo und willkommen zu meinem Let's Play von Bundesliga Manager Professional. Das Spiel ist dazu mal im Jahr 1991 erschienen von Software 2000 und ich spiele hier die Version mit aktuellen Daten der Saison 2017-2018, also der aktuellen Saison. Und das betrifft jetzt nicht nur die Namen der Vereine oder die Spieler, sondern auch die Wappen. Also das ist alles aktuell und in dieser Version wurden auch das zeige ich euch dann gleich, die Werbepartner aktualisiert bzw. überarbeitet. Da gibt es dann auch andere Werbepartner, andere Logos, zeige ich euch gleich. Und ja, bevor ich starte, noch kurz ein Hinweis: Ich spiele das Spiel hier auf Windows 10 mit Hilfe der DOS-Box. Also damit funktioniert das Spiel nicht nur auf Windows 10, sondern Windows 8, Windows 7, also auf allen aktuellen Betriebssystemen. Und wenn ihr das Spiel ebenfalls mit der DOS-Box spielen wollt, dann findet ihr ein Tutorial auf meiner Website. Der Link ist in der Videobeschreibung mit angegeben. Ja, und jetzt würde ich das Spiel starten. Ich spiele mit Dynamo Dresden und achso, ich gebe erstmal meinen Namen ein. Und ja, also ihr seht hier die Logos, das ist alles aktuell. Die Vereine RB Leipzig gab es in der Zeit noch nicht. So, das sind jetzt erstmal alles die Bundesliga-Vereine. Jetzt kommen wir zur zweiten Liga. So, und ich nehme Dynamo Dresden. Das Spiellevel lasse ich unverändert und spiele ein Endlosspiel. Und historischen Start lasse ich jetzt auch aus. Genau. Möchten Sie dem unübertroffenen Schauspiel einer DFB-Pokalauslosung beiwohnen? Aber klar. Das möchte ich mal sehen, gegen wen wir spielen. Vielleicht habe ich ja Glück und ich spiele erstmal gegen einen Gegner aus der dritten Liga. Aber weit komme ich ohnehin nicht im DFB-Pokal, deswegen ist das jetzt auch noch nicht ganz so wichtig. Na, ich mache die Sache mal etwas schneller. So, ich sehe uns schon hier. Dynamo Dresden spielt gegen erste Liga Eintracht Frankfurt. Allerdings, da ich in der dritten Liga bin, habe ich das Heimrecht und spiele zu Hause. Okay, also zumindest werden wir ein volles Stadion haben. So, Pokal der Landesmeister, das brauche ich noch nicht, da spiele ich noch nicht mit. Pokal der Pokalsieger genauso nicht. Und UEFA-Pokal ebenfalls nicht. So, erster Spieltag steht an. Am 29.07.92. Und ja, wo fange ich einmal an? Also die Finanzen. Hier können wir mal einen Blick drauf werfen. Wir haben jetzt ohne Werbeeinnahmen einen benötigten Schnitt von 19.700. Den werde ich in der dritten Liga nicht erreichen. Aber ist ja ohne Werbepartner. In der ewigen Tabelle sind wir natürlich noch nicht vertreten. Das soll dann alles noch dazukommen. Also ich möchte jetzt versuchen, so schnell wie möglich aufzusteigen und dann irgendwann erstklassig zu spielen und dann natürlich auch einige Pokale zu gewinnen bzw. Meister zu werden. Mal sehen, wie lange ich brauche, bis in die erste Liga. So, und hier hat man dann nochmal einen schönen Überblick über die verschiedenen Saisons und wie weit man gekommen ist. Und ich beginne jetzt erstmal mit dem
Stadionausbau und würde erstmal die Stehplätze ausbauen von 12 auf 20.000. Also das wären jetzt 8.000 in 14 Wochen. Wunderbar. Den Eintrittspreis lasse ich erstmal gleich. Und mehr würde ich jetzt erstmal nicht am Stadion machen. Und ja, jetzt schauen wir uns mal die Werbung an. Also ihr seht jetzt hier, die Werbepartner haben sich geändert. So, wir haben jetzt hier zum Beispiel die Deutsche Post. Das ist ein, ja, ganz schlechtes Angebot. Adidas, LG, Dekra ist dabei, SAP ist dabei, Coca-Cola. Oh, das, ja, das werde ich wohl gleich nehmen. 120.000. Ist noch besser hier als Henkel, wegen dem 2-Jahres-Vertrag. Henkel bietet nur 116.000, was auch schon gut ist. Rewe ist noch dabei, die Deutsche Telekom und ja, das lässt sich jetzt kenne ich jetzt nicht auf den ersten Blick. Ich denke mal, das ist irgendeine Biersorte. Schreibt mir es einfach mal in die Kommentare, was das hier ist. Und ja, das ist jetzt sehr verpixelt. Okay. Aber ich nehme gleich hier Coca-Cola. Okay. Für 2 Jahre 120.000. Also Coca-Cola, das ist ja hier, die schlagen ja ordentlich zu. Ja, Adidas 34.000. Okay, das nehme ich auch mal noch mit. Und auch wenn ich jetzt schon den wichtigsten Sponsor habe hier, würde ich trotzdem jetzt mal noch die Werbeausgaben hochnehmen und das einen Monat lang und hoffe, dass jetzt noch gute Sponsorenangebote kommen und das nehme ich dann wieder runter, dass ich das Geld spare und mache ich jetzt wirklich nur zu Beginn. Wenn ich das jetzt mal runternehmen würde, dann hätte ich jetzt nur noch einen Schnitt von 11.000, also das sieht dann schon besser aus. Den erreiche ich auch auf jeden Fall. Und jetzt mit den Ausgaben sind es 14.000, aber wie gesagt, das nehme ich dann wieder runter. So, und wir sind jetzt in der dritten Liga auf Platz 12, was die Stärken anbelangt. Und ich habe jetzt hier die Stärke 39. Am stärksten bin ich im Mittelfeld und Sturm. Okay, das wird sich aber bald ändern. Mein erstes Spiel ist gegen Zwickau. Aber also gleich zu Beginn ein Sachsen-Derby und ich denke mal, das sollte ich gewinnen. Und hier kann ich nochmal die mir die Tabelle ansehen. Ja, und ihr seht jetzt die Bundesliga-Tabelle. Also das sind alle Vereine jetzt der aktuellen Saison. So, und hier wurde mit der Aktualisierung oder Überarbeitung der Spielerdaten wurde auch hier diese Tafel geändert. Also ja, hier steht jetzt Europa League statt UEFA-Pokal und Champions League statt Pokal der Landesmeister. Allerdings hier steht es dann wieder so, wie es in der ursprünglichen Version auch war. Und bei der Pokalauslosung habt ihr ja auch gesehen, das ist dann immer noch diese alte Bezeichnung Pokal der Landesmeister. Da spielt diese Saison Bayern München. Europa League bzw. UEFA-Pokal ist Dortmund dabei, Köln, RB Leipzig und Hoffenheim.
Und Pokal, der Pokalsieger ist der SC Freiburg. Und DFB-Pokal gegen Frankfurt. So, hier brauche ich jetzt erstmal nichts mehr machen. Den Spieltag weiß ich. Ich spiele gegen Zwickau und würde jetzt noch das Training anpassen. So, Kondition nehme ich 4 Bälle. Hier bleibe ich bei 6 Bällen. Taktik auf 4 Bälle und gehe dafür beim Spiel höher auf 6 Bälle. Die Intensität des Trainings, hier gehe ich mal eins runter auf 5 und das lasse ich gleich. Jugendausgaben, auch wenn ich jetzt noch Dritte Liga bin, hier gehe ich ganz hoch. Ja, Jugend ist wichtig, vielleicht ergibt sich hier bald was. So, dann sind wir hier fertig. Und jetzt gehen wir zur Aufstellung. Gut, und jetzt ich spiele mal mit dieser Aufstellung hier. Also 3-5-2. Genau. Und ich würde gleich noch die Verträge der Spieler verlängern. Bevor ich es vergesse, den Einsatz nehme ich mal höher. Und mal sehen, ob ich hier alte Spieler in der Mannschaft habe. 30 Jahre. Also Abwehr geht. Mittelfeld. Benatelli ist schon 30, ist auch nicht besonders stark. Und hier habe ich 31. Berko.